Natürlich werden wir Hochwasser oder Erdbeben nicht verhindern können. Aber wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Schäden zu minimieren, das Hab und Gut der Menschen zu schützen. Wir als Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie behalten die Risiken im Blick. Solche Regenmengen habe ich nie zuvor erlebt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas geschehen kann. Sommer 2002. Sachsen wurde vom Hochwasser nahezu unvorbereitet getroffen. Das sollte nie wieder geschehen. Darum wurde landesweit ein neues Pegelnetz aufgebaut. Alle 15 Minuten melden moderne Messstellen automatisch den Pegelstand der Gewässer an die Landeshochwasserzentrale in Dresden. Messgeräte und Übertragungswege sind doppelt ausgelegt, damit das Netz auch im Katastrophenfall funktioniert. In der Hochwasserzentrale werden Gewässer und Grundwasserstände laufend überwacht. Ist ein Pegel kritisch, geht von hier aus automatisch eine Warnung an die betroffenen Gemeinden. Die Gemeinden sind zuständig für die Hochwasserabwehr. Und wir informieren sie rechtzeitig über eine drohende Gefahr. Zeit zum Handeln bieten Hochwasservorhersagen. Für kleinere Flüsse können wir 6 bis 12 Stunden im Voraus vor Hochwasser warnen. Für die Elbe sind es sogar 48 Stunden. Erdbeben sind recht häufig in Sachsen mit einer Magnitude bis 4,2 auf der Richterskala. Ab Magnitude 2 sind sie im Allgemeinen spürbar. Statt stärkerer Einzelbeben treten im Vogtland sogenannte Schwarmbeben auf. Das sind schwache Erschütterungen, die kurz hintereinander auftreten. Das heißt, die Spannungen in der Erdkruste bauen sich in vielen kleinen Schritten ab und so kommt es nicht zu solch dramatischen Ereignissen wie anderswo auf der Welt. Dennoch müssen sensible Bauwerke wie zum Beispiel Talsperren besonders überwacht werden. Talsperre Eibenstock. Im Inneren der gewaltigen Staumauer erfassen Seismographen jede Erschütterung der Erde. Sie sind Teil eines seismographischen Messnetzes, das einen Gesamtüberblick über die Erdbebenaktivitäten in Sachsen ermöglicht. Vorhersagen von Erdbeben sind bisher leider nicht möglich. Aber wenn es passiert, will die Bevölkerung Informationen. Und die liefert das LFULG dank des landesweiten Messnetzes. Elbsandsteingebirge. Die weißen Bruchkanten zeigen eindrucksvoll, in den zerklüfteten Formationen kommt es immer wieder zu Felsstürzen. Dort, wo solche Abgänge Menschen und Güter gefährden können, müssen die Felsen überwacht werden. Die Wand hoch über der Felsenbühne ragt. Die darin klaffenden Spalten werden regelmäßig vermessen. Mit Hilfe von 3D-Modellen werden eventuelle Veränderungen im Berg registriert und bei Bedarf Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Über Felsstürze, Rutschungen und Muren führt das LFULG eine Datenbank, um Risikozonen zu erkennen. So können wir Behörden und Bevölkerung beraten, wie man sich vor solchen Gefahren wirkungsvoll schützen kann. Sind Teile von Felsformationen instabil und drohen sie abzustürzen, werden sie notfalls gesprengt.
Boden ist eine oft verkannte, wertvolle Ressource. Es braucht tausende Jahre, bis Boden entsteht. Er ist wichtig für das Wachstum von Pflanzen und für die Aufnahme von Wasser. Doch er wird gefährdet, denn der Klimawandel führt zu immer heftigeren Niederschlägen. Besonders in Hanglagen wird unbewachsener Boden einfach weggespült. Das LFULG ist zuständig für den Schutz der Bodenfunktion und regt Vorsorgemaßnahmen an. Bei Feldern in Hanglage heißt das Verzicht auf den Pflug. Denn ein tiefes Umgraben erhöht die Gefahr der Bodenerosion. Durch das Aufbringen von Mulch kann das Wegspülen von Boden verhindert werden. Am Wetter können wir nichts ändern. Wohl aber daran, wie wir mit unserem Boden umgehen. Unsere Experten kennen die Naturgefahren und entwickeln Lösungen zum Schutz von Leben, Hab und Gut. Sie sind erster Ansprechpartner für alle Entscheidungsträger, die Rat und Informationen brauchen. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Täglich für ein gutes Leben.